Ja, willkommen im Herbst 2024. Alles etwas anders. Es gibt kleine Blüten, mittlere Blüten mit Fruchtansätzen. Es gibt schöne weiße Blüten, Hydrangea paniculata Limelight. Wunderschön. Es gibt eine Lerche, Larix kempferi. Ich glaube, das spricht man so aus. Die wird bald im goldgelbenen Herbstlaub mit Sicherheit nochmal auf den Tisch stehen. Ja, es gibt einen großen Apfel mit einem nicht Bonsai-typischen Wuchs. Aber hier um diesen soll es auch nicht gehen. Hier steht Spaß im Vordergrund. Und als mein einziger Apfel in meinem ganzen großen Baumbestand, bin ich da auch ganz stolz drauf. Der ist auch sicher wurmfrei. Ja, und es gibt frischen Austrieb. Auch das ist gegeben. Davon habe ich einigen. In dem Falle hier die Winterlinde. Ja, und so seid ihr eingeladen. Hallo Leute, herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Für alle, die neu bei mir reingeschaltet haben, lasst mir gerne ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, wenn ihr interessiert seid, wie es hier weitergeht. Im heutigen Video starte ich eine kleine Serie von Baumaufstellplätzen mit verschiedenen Bewässerungssystemen. Die sind bei mir sehr erfolgreich am Start. Es gab viel Positives, auch in geringem Maße Negatives. Ein paar Ausfälle hat man ja immer. Und wie es dazu kam, erfahrt ihr gern hier. Und so lasst uns starten. Gute Unterhaltung. Los geht's. Hier diese drei Quarzgesteine. Die will ich auch mal noch kurz einfangen. Was hat es damit auf sich? Das sind Quarzgesteine aus der Region. Die werden dann mit der Umtopfaktion sicherlich hier und da Anwendung finden. Also auch da, wenn euch sowas interessiert, ihr seid herzlich eingeladen. Ja, im Hintergrund zu sehen, meine Neuinvestition, eine Rückwand. Diesmal, wie letztens schon angekündigt, Anthrazitfarben, macht sich, denke ich, doch besser, was Belichtung angeht. Die Lichtverhältnisse, die sind doch recht wechselhaft. Heute mal etwas bewölkt, aber bei Sonne und Wolken immer schwierig mit einer weißen Rückwand, alles blendet. Ja, hier ein Blick zu den Koi. Die gehören natürlich ja auch dazu. Ja, in einem der letzten Videos gezeigt, die kleinen, die jetzt schon um einiges gewachsen sind. Ich versuche da mal welche einzufangen, aber wie das dann so ist, findet man nicht. Hier hinten hätten wir mal den Shusui. Jetzt ist er weg. Vom Display weg. Chagoy. Auch mächtig gewachsen. So, Display alles zu sehen. Was könnte ich noch zeigen? Kohaku. Das Rot wirft er ab. Ist einigermaßen schade. Shusui, hier ist er. Hier ist er. Ja, mächtig gewachsen, die Kleinen. Ja, das nehmen wir einfach mal so mit. Der Futterautomat ging gerade an und somit gute Gelegenheit, hier auch mal drauf zu halten. Den Fischen geht's gut, das Grün wächst. Da war schon eine Aktion, großer Rückschnitt. Denn die Teichoberfläche, die ist auch schnell verkrautet und so muss man doch auch immer hinterher sein, um da etwas Platz zu schaffen. Ja, die Herbstgräser, die beginnen jetzt auch sich auszubilden. Buchsbaumzünsler auch bei mir. Schwierig. Schwieriges Thema. Aber ich glaube, das kennen wir auch alle. Ja, und so lasst uns doch mal starten mit Pflanztisch Nummer 1, denn darum soll es ja gehen, eine Serie der Pflanztische, der Bewässerungsvarianten, die ich hier am Start habe und mit dem ein oder anderen Baum, den ihr aus den Videos der Vergangenheit kennt, die lange nicht gezeigt waren, starten wir jetzt. Ja, einige Bäume stehen auch frei, die bekommen per Hand ihr Wasser, weil einfach eine Bewässerung nicht überall möglich ist. Das gerät dann auch schnell außer Kontrolle. Das heißt, die Menge an Bewässerungssystemen müssen ja auch gepflegt, gewartet werden.
Hier den Lärchenwald, den kennt ihr schon. Der darf jetzt einfach durchtreiben. Der bekommt dann im Winter die Äste gestellt und geschnitten. Mein Weihnachtsbaum, der irgendwann mal als solcher, ja, entweder auf der Terrasse Platz findet oder einfach nur hier stehen bleibt. Da ist Topf in Topf gestellt und den kann man rausnehmen. Aber das soll erst noch deutlich dichter werden. Den schmalen Hans, den möchte ich so noch nicht verwenden. Ja, die kleine Zwergmispel. Auch sehr schön jetzt im September noch Blüte bei den Kakteen. Das sind zwei Sämlinge, die ich im letzten Jahr als Versuch mal ausgesät hatte. Könnt ihr es raten, was es ist? Richtig. Granatapfel. Granatapfel, inzwischen einjährig. Ja, von den ganzen Sämlingen ist das auch, ja, der Rest von meinem Versuch, aus Samen Bonsai zu ziehen. Ja, Spaß beiseite. Wir wissen alle, es gibt keinen Bonsai-Samen. Ja, es war mein Versuch. Ja, Pflanztisch Nummer 1 bzw. Bewässerungstisch Nummer 1 wäre jetzt mal hier diese Station. Ihr seht es schon, da gibt es ein Fass unter diesem Gitter, unter dieser Gitterabdeckung. Und da habe ich hier einen Schlauch liegen. Und werden wir uns das Ganze mal anschauen. Ja, lasse ich hier schon mal Wasser nachlaufen. Diese, was vielleicht mal noch erwähnenswert ist, eine Variante der Bewässerung ist diese mit Solar betriebenen Pumpsystem, wo man verschiedene Zeitintervalle einstellen kann. Mein Favorit ist immer zweimal täglich a 10 Minuten Bewässerung. Dieses System arbeitet sehr zuverlässig, da bin ich äußerst zufrieden damit. Kann auch eine x-beliebige Anzahl von Pflanztöpfen bewässern. Also es ist nicht so, dass die vom Hersteller vorgegebene Anzahl die maximal mögliche ist, sondern die kann man auch noch um einiges erweitern. Das muss man dann einfach ausprobieren und testen. Ja, Wasser drehen wir auf, da nehme ich euch gern mit. Ja, hier haben wir noch interessant Nachtkerze. Ja, ihr werdet euch fragen, wo sind denn die ganzen Nachtkerzen, die blühen? Ich mache mal noch eine ab und dann zeige ich euch auch, was damit passiert. Ja, am Boden, ihr seht den Schlauch liegen. Den habe ich angeschlossen an dem quasi Teichwasser, an der Pumpstrecke vom Teichfilter 2. Ach so, müssen wir natürlich auch aufdrehen. Denn ich will ja auch das System, das blaue Fass auch befüllen. Ja, die Schildis, die gehen heute nicht raus, weil heute einigermaßen kühl das im Freien ist. Das Türchen ist offen, raus können sie zu jeder Zeit. Und ihr seht schon, Nachtkerze ist lecker, Nachtkerze geht immer. Ja, auch das nehmen wir mal so mit. Und wir schauen jetzt mal zum eigentlichen Thema von heute, Bewässerungstisch. Ja, das Wasser läuft und so bleibt Zeit, uns dann nochmal die Sache anzuschauen, die ich hier angeschlossen habe. Und das ist angefangen vom Lärchenwald, von der Lärchengruppe über die Nordmantanne, die ist auch mit versorgt. Mein kleiner Zickzack, Weiden, Krattenzaun, Sichtschutz. Ja, Sichtschutz momentan ist nicht mehr viel. Einige Blätter hat sie schon abfallen lassen. Da ist auch ein Pilz drauf auf dem Blattwerk. Ja, hier eine Weide. Verschiedenes Grün. Die Geschichte Kirsche, Traubenkirsche mit dem Totholz
Und da hat die Speicherkarte gezickt und ich fange nochmal von vorn an, beziehungsweise setze mal an dieser Stelle fort. Traubenkirsche, ich gehe mal aus der Sonne. Ja, die hat mir leider hier die Äste abgestoßen. Die sind nun vertrocknet und ja, schade, aber auch hier geht es weiter. Das wäre jetzt mal ein Opfer, was ich jetzt aber nicht auf die Bewässerung zurückführe, sondern einfach auf das Thema, ja, massiv Blattlausbefall jedes Jahr im Frühjahr, ganz schwer, ja, da gegen anzugehen. Die große Chemiekeule will ich nicht rausholen, aber so einen Traubenkirsche für Ameisen und für Blattläuse, ja, da muss man mit umgehen können. In dem Falle war es schwierig. Ja, das Teil Schmetterlingsbaum in Verruf geraten. Schmetterlinge, die daran, ja, ihren Nektar aufsammeln und wenn sie zu viel davon fressen, trotz voller Mägen verhungern. Das ist Tatsache. Wissen leider nicht viele, aber dieses kleine Bäumchen hier, das denke ich mal, das macht definitiv keinen Schaden und so darf das auch sein. Die werde ich bei Gelegenheit nochmal, wenn ihr das möchtet, nochmal auf den Tisch holen. Die habe ich dieses Jahr mal in Ruhe gelassen, mal nicht gedrahtet. Da freue ich mich schon riesig auf die Herbstfärbung. Das wird auf jeden Fall ein Hingucker und die bekommt dann auch einen exponierten Platz. Die kommt dann woanders aufgestellt. Ja, den Holunder nicht schneiden. Ihr wisst das noch, die Frau Holle. Die Frau Holle, die will besänftigt werden. Ja, den habe ich auch nicht geschnitten. Der steht hier so gut schattig. Das kleine Bäumchen, dem geht es auch gut. Ja, was haben wir hier? Ein Rebstock. Den hatte ich letztens schon mal gezeigt und zurückgeschnitten. Ja, auch hier die Blätter beginnen zu vertrocknen. Da ist auch irgendein Pilz drauf. Aber um diese Jahreszeit jetzt auch nicht mehr so schlimm. Kastanie. Steht auch immer etwas im Anstau. Da geht es ja auch richtig gut. Rückschnitt hier auch erst im Winter. Da mache ich jetzt nichts dran. Ginkgo. Auch letztens erst gezeigt. Nehmen wir einfach so mit. Die Hortensien. Die sind ja auch mit angeschlossen. Ja, und das ist im Grunde jetzt mal die Pflanzen, die an der Bewässerung unserer ersten Station angeschlossen sind. Ja, und da ich ja vorhabe, noch einiges in die Serie hineinzupacken und nächste Woche ich schon mal anspoilern möchte, um was es da geht. Ich blende euch jetzt mal ein, was genau an dieser Ecke noch vor einigen Tagen und Wochen, ja, herausgeflogen ist und hineingeflogen ist. Da werfen wir jetzt mal gemeinsam einen Blick hinein und das will ich dann im nächsten Video mit euch gemeinsam, ja, mal nachschauen, mal der Sache auf den Grund gehen. Ich habe jetzt seit einigen Tagen keine Aktivität hier mehr gesehen und so möchte ich dieses Nest gern entfernen, zumal ihr seht es, eine eigentlich Doppelsteckdose. An dem roten Kabel habe ich meine Ersatzbewässerung anschließen müssen, weil ein Netzteil oder das Kabel darunter, ja, aber schauen wir gemeinsam rein. Das möchte ich an der Stelle einfach mal anspoilern. Das schauen wir uns an. Ja, der ist schon wunderschön. Damit geht es dann im nächsten Video weiter. Ja, und so findet das heutige Video seinen Abschluss. Diese kleine Serie, die werde ich jetzt so nach und nach aufzeichnen, die wöchentlich dann, ja, als Dienstag 18 Uhr Video euch präsentieren. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut bei mir. Lasst mir gerne einen Daumen da, Kommentare, was ihr sehen möchtet. Fange ich gerne mit ein und ja, und für ein Abo lade ich euch auch gern ein.
Es bleibt einigermaßen spannend. Ich habe noch viel vor. Ich will mit euch gemeinsam die Erfahrungen, die ich gemacht habe, teilen. Es gibt sehr viele Erfahrungen. Die Bäumchen sind bei mir alle in Vorbereitung auf zukünftige Bonsai. Und da geht es um Entwicklung, Gesundhaltung, Stammzuwachs und vor allem in erster Linie Spaß. Und den wünsche ich euch auch weiterhin in unserem Hobby. Schaltet gerne wieder rein. Bis demnächst. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.